Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Wir präsentieren Ihnen heute eine Umfrage zu den Tattoos und Piercings. Und ja, lasst es euch gefallen. Haben Sie selbst Tattoos oder Piercings? Tattoos nein und Piercings nur im Ohr hier und hier noch. Ach. Nee. Nein. Nein, es sei denn, es sind Ohrringe. Okay. Hast du selbst Tattoos oder Piercings? Ja, habe ich. Haben die besondere Bedeutungen für dich? Haben sie. Könnte ich vielleicht erfahren, was für Bedeutungen oder sind es eher private? Na, also ich habe einmal mein Lebensmotto auf Indisch tätowiert, am Fuß. Und gestern frisch im Classic Tattoo also Studio auch einen Schriftzug wieder auf Englisch. Ich habe eins am Rücken. Willst du sehen? Kannst du gerne. Ja, das ist echt schön. Hat das eine besondere Bedeutung für dich? Ich habe das in Bolivien gemacht. Deswegen eigentlich, das Tattoo an sich hat jetzt keine besondere Bedeutung, aber für mich ist es halt Reisenfreiheit. Dieser Kringel ist halt Pachamama, das ist die Ursprache Quechua aus Peru und Bolivien und ist halt so Mutter Erde, Kreislauf des Lebens und so. Ach so, cool. Habt ihr selbst Tattoos oder Piercings? Ja. Nein. Was für Tattoos oder Piercings? Auf dem Rücken eine große Blume mit Vögeln. Okay. Bis zum Hals. Und ein Piercing an der Lippe. Okay. Glaubst du, das wird toleriert von den meisten aus Berlin? Nee, alle. Nicht alle? Glauben Sie, dass Tattoos und Piercings jetzt schon zum Alltag gehören? Also, dass die jeder toleriert? Ja, glaube ich schon mittlerweile und ich glaube auch, dass das immer mehr Trend wird. Von den Älteren glaube ich nicht so, aber von den Jüngeren ja. Ich glaube, das ist sehr kontrovers, ne? Aber ist mir eigentlich auch relativ egal, was halt so die anderen davon denken. Wenn sie jetzt nicht so groß und bunt sind, dann finde ich sie eigentlich immer sehr schön. Ja, also es sollte alles im Maße sein. Also ich mag es, wenn es demjenigen steht. Keine Ahnung. Ich bin ja, glaube ich, recht meinungslos. Ich finde es okay, wenn es Leute machen. Mein Ding ist es nicht, aber es kann gut aussehen. Manchmal finde ich es aber halt auch einfach grauenvoll. Ich glaube, es gibt so eine große Szene von Jugendlichen, bei denen das halt voll in ist und die das auch auf jeden Fall machen. Und dann gibt es eine andere Szene, wo es überhaupt nicht, also die halt ja, überhaupt nicht verstehen, wie man es machen kann. Aber also ist halt generell bei allem, glaube ich, so. Mhm. Die Inder, die sind die Vorreiter gewesen von solchen Sachen, die haben das natürlich und wir haben es eigentlich übernommen. Ist eine Modeerscheinung, ab und an ist es noch, aber viel, es geht wieder zurück, würde ich sagen. Wollen Sie sich denn noch Tattoos stechen lassen? Nein. Nein. Ich bin noch am Überlegen. Hast du denn vor, dir irgendwann ein Tattoo stechen zu lassen oder ein Piercing? Ja, vielleicht. Weißt du denn schon so ungefähr was oder ja, an der wo? Nase so einen kleinen Piercingstein haben. Ach so. Piercings keine, aber Tattoos weiß ich noch nicht. Warum sich wenden? Versteht ihr mich nicht? So begonnen wird es beim Brustkorb mit dem ersten Namen meiner Ratte und weiter geht's dann über die Arme hin und ja. Haben sie bestimmte Bedeutung? Ja, von Sprüchen her aus meiner Kindheit bis über zu mein Haus, also meinen ersten Tier, meiner ersten Ratte, bis zu meinem zweiten Hund, der gestorben ist, auch schon. Also alles in familiäre Bedeutungen. Ich möchte so eine Inka-Sonne hier im Knöchel, auf jeden Fall. Und dann bin ich gerade am Überlegen, ob ich mir den Arm so mit so Blumenmuster und so tätowiere. Ja, und eigentlich wollte ich mir vor 2 Tagen den Zungenpiercing stechen lassen, aber ich habe da so ein Blutgefäß, deswegen können sie das nicht machen, weil das sonst halt durchgestochen wird. Jetzt bin ich halt gerade am Überlegen, was ich stattdessen mache. Glaubst du, das wird irgendwann so sein, dass irgendwie jeder Tattoos und Piercings hat? Nee, das glaube ich nicht. Glaubt ihr, dass das jetzt ein Trend bleibt oder dass es wieder abnehmen wird? Es bleibt. Ich glaube, das wird sogar noch mehr Trend, glaube ich. Noch mehr Trend? Also ich merke es halt bei mir selbst, es juckt halt immer schon manchmal ein bisschen mehr, als es damals getan hat. Ja. Ich für mich glaube ich, werde dabei bleiben, es nicht zu tun, aber es ist schon nicht mehr so uninteressant, wie es damals war. Mhm. Was glaubst du, hat das für Vor- und Nachteile, bei einem Tattoo oder Piercing zu haben? Sieht cool aus. Und so Nachteile? Weiß nicht, also ich glaube zum Beispiel dieses Argument mit Job und so ist mittlerweile wird immer weniger, weil es auch in immer mehr Jobs in Ordnung ist, wenn man halt Tattoos oder Piercings oder irgendwas hat. Aber ich meine, ja okay, wenn du jetzt irgendwo,
ich glaube, die meisten, die sich halt sowas auch machen, so Tattoos, Piercings und so, die haben auch nicht vor, in Jobs zu arbeiten, wo es halt nicht erlaubt ist, genau. Irgendwo in so einer Branche. Es steht auch nie allen, finde ich. Reue. Reue und Narben. Reue und Narben, okay. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Okay, euch auch. Auf Wiedersehen.